Zur Verleihung des Grünen Bandes 2014. Für uns ist das ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements. Wenn ich bedenke, dass in Deutschland jedes dritte Kind sich viel zu wenig bewegt, ja, falsches isst, zu viel davon isst, das heißt übergewichtig ist, wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass entweder der Breitensport oder der Leistungssport durch Kinder und Jugendliche gestärkt wird. Wir möchten die Trainingsbedingungen für die Kinder und Jugendlichen verbessern. Das Grüne Band steht ja für Fairness und Kompetenz. Das sind Elemente, die gerade in der Talentförderung und für junge Menschen ganz, ganz wichtig sind. Wie gehen wir miteinander um? Das hat viel mit Respekt, viel mit Haltung zu tun. Und das ist auch für uns in der Bank wichtig. Insofern passen diese zwei Themen, das Grüne Band und unser Auftritt als Commerzbank, hervorragend zusammen. Ich habe immer davon profitiert, dass wir sehr engagierte Jugendtrainer und Ex-Spieler zum Teil hatten, die sich mit uns beschäftigt haben und die uns einfach immer vorangebracht haben. Und von daher habe ich diese Erfahrung auch gemacht. Ich finde es ganz toll, dass wir die Auszeichnung bekommen haben, und für mich bedeutet es, dass wir weiter so machen sollen. Die ganze Ausrüstung, die ist insgesamt ziemlich teuer, und dann kann man halt auch den Familien, die halt nicht so viel Geld haben, einfach helfen. Wenn wir jetzt hier das zum zweiten Mal gewinnen nach 1993, ist das natürlich eine hohe Ehre für uns. Und wir sind mächtig stolz drauf. Und es stärkt natürlich die Jugendarbeit bei uns im Club. Für uns ist es natürlich eine ganz tolle Sache, dass eben hier gerade speziell die Jugend gefördert wird. Und deswegen für mich als Trainer und Jugendwart natürlich eine riesen Bestätigung unserer Arbeit. Ja, wir haben das Grüne Band gewonnen. Super. Also wir freuen uns. Und sind halt stolz auf unseren Verein. Sehr cool. Die Vereine, die gefördert worden sind, auch in gewisser Weise repräsentativ für Baden-Württemberg. Wir haben den Fechtsport dabei gehabt, wir haben den Golfsport dabei gehabt, wir haben den Tanzsport dabei gehabt. Alles Sportarten, die in Baden-Württemberg eine große Rolle spielen.